Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem Let's Play God of War Ragnarök. Freunde, wir machen weiter an der Stelle, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Vorweg möchte ich natürlich nochmal erwähnen, gerne, wenn dir die Folge gefällt oder das, was ich hier tue, Däumchen nach oben nicht vergessen, würde mich auf jeden Fall supporten und ich mich sehr freuen. Und gerne, falls du neu auf dem Kanal bist, ein kostenloses Abo dalassen, kostet nichts, supportet mich. Und jetzt ist genug der Werbung, wir machen weiter im Takt. Durch das Tor. Ui. Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Tempel des genau Lichts. So sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Ja. Okay. Das war schon mal nicht der richtige Stein, glaube ich. Ist es Licht? Manches ändert sich wohl nie. Ja. Alles klar. Der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Ja, super praktisch. Was passiert, wenn ich hier an die Seite rumbelle? Oh. Okay, gar nichts. Hätte ja sein können, dass hier noch ein geheimer Gang sich öffnet oder eine Truhe oder was weiß ich was. Man weiß ja nie bei dem Spiel. So, was alles wieder mitnehmen. Wo bleibt denn da die Überraschung? Ja, genau. Kann ich die Lampen auswerfen? Warte mal. Ich muss das immer wieder probieren. Boah, hier sieht alles so sieht mega geil aus. Ich hoffe, es kommt bei euch auch rüber. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwetter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja, nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel. Mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalben. Na dann. Puh. Entschuldigung. Natürlich muss ich immer in der Aufnahme niesen. Nee, nicht immer. Ein bisschen übertrieben. Okay, ganz entspannt umgucken. Immer Loot mitnehmen. Oh. Truhen öffnen. Rohrleder und Hacksilber. Hack, Hack, Silber. Das Schlimme bei der Welt hier ist, es ist alles so unglaublich. So unglaublich verwinkelt und irgendwie zugewuchert. Deswegen muss ich 3-4 mal gucken. Moment. Was hatte da? Vielleicht ein anderer Winkel? Okay. Hier ist auch noch so ein Ding. Wartet mal. Ist irgendwo ein Stein, den wir runterholen können? Tja. Anscheinend. Freunde, ich mach mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Rätsels Lösung gefunden habe. Bis gleich. Ja. Also. War recht offensichtlich. Tür steht hier auch so demonstrierend. Ich muss einfach hier von hier drauf werfen.
ab. Sehr schön. Tatsächlich. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Hab tatsächlich gerade einen Moment gebraucht, um das rauszufinden. Irgendwie, wollte mein Kopf gerade nicht arbeiten. Apropos Lichtalben. Ja. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Lasst die beiden lieber ihr Ding machen. Wieder eine Lichtbombe! Achtung! Wo denn? Lichtalb von links! Das andere links, oder was? Wow. Tatsächlich. Au! Diese Chaos-Klingen, ne? Die sind einfach zu gut. Arme Seelen, sagte. Ich kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Okay. Folgt mir, Freunde. Mach ich gleich, Tür. Ich will mich nur gerade gerne einmal umschauen. Muss doch immer alles mit der Axt abwerfen, damit ich auch ausschließen kann. Okay, anscheinend geht's hier nicht weiter. Ja, ich folge dir gleich. Gut, für uns. Wie gesagt, immer alles absuchen. Er hat Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Geil. So kann man es natürlich auch machen. Wir gehen natürlich nicht den Weg, sondern wir gehen erstmal hier lang. Wo gehst du hin? Wohnblüte. Das tut er manchmal. Natürlich fahre ich fort. Frag dich nicht um Erlaubnis. Hier wollte ich eben hoch. Okay. Geht's hier auch noch runter? Irgendwas, was ich noch mitnehmen kann? Scheint zumindest nicht so. Weiter geht's. Der Tempel sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Vorgängens Licht. Und wie es aussieht, auf sich selbst. Da unten ist noch eine Truhe. Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Oh, das waren nur die Fußsoldaten. Wie soll ich denn da hinkommen? Gefährlicher, je höher wir gehen. Toll. Wahrscheinlich von der anderen Seite, hm? Mal im Hinterkopf behalten, dass da eine Truhe ist, die wir nicht haben. Hoffe, da kommen wir gleich noch hin. Ah ja. Zum Schrein geht es da lang, Kratos. Ja. Ach so. Na, dann nur zu. Die stinken ja übel. Dann töte sie. Ekelhaft. Alles mit mir. Die Bifröstbrücke. Ah ja, da ist die Tür. Atreus hat Schaden gekriegt. Ich hab nur das Stöhnen gehört. Adelsvergeltung. Gucken wir uns auch mal an. Nehmen wir. Guck mal, er hat weniger Abklingzeit, Hades-Vergeltung. Und macht noch einen Punkt mehr Schaden. Sieht aber nicht so spektakulär aus. Nice. Ich bin zufrieden.
Und wir hier. Ah, Löchen. Ich hab schon eine Idee. Okay, jetzt muss ich nur noch den richtigen Winkel haben. Na. Okay, das hat nicht funktioniert. So, nachdem ich jetzt ungefähr 10 Minuten versucht habe, hier den richtigen Winkel rauszufinden, habe ich dann gedacht, nee, das kann es nicht sein. Und dann habe ich entdeckt, dass hier auch noch ein Stein ist. Also komplett lost der Kerl wieder. Kannst du dir nicht ausdenken, den Scheiß. Naja, auf jeden Fall müsste es jetzt irgendwie so funktionieren. Okay, easy. Wirklich, ich habe gerade 10 Minuten hier gestanden und habe die ganze Zeit nach dem richtigen Winkel gesucht. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Axt geworfen habe. Dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie, wenn ich da reingeschossen habe, die Axt, wenn ich die wiederhole, dass ich den damit erwischen muss. Also, ich habe viel zu umständlich gedacht. Aber ja, manchmal ist es dann doch schwieriger als gedacht, ne? Aber auf jeden Fall easy. Ja, wenn man weiß, wie es geht. Alben errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland. Ach so, und ich soll jetzt das Tor aufmachen, oder... Oben gibt es mehr Dämmerstein. Sauber, nehme ich mit. Ach nee, er meinte. Alles klar. Um die Tür zu öffnen. Ah, lol. Da ist der Dämmerstein. Und Loot. Was ist mit ihm passiert? Sein Publikum tötete ihn. Naja, ein Mitglied des Publikums. Nun, Tor. Tor. Dämmerstein einen besseren Winkel geben. Wo muss ich überhaupt drauf schießen? Alter, Leute, also wirklich das mit diesen Winkeln, Dämmersteinen hier, das geht mir gerade heftig auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ich bin einfach nur komplett... Da noch irgendwo einer? Weil ansonsten... Ansonsten... Versuche ich es erstmal von unten. Hat der Dämmerstein dir nicht den richtigen Winkel gegeben? Bist du sicher? Nee, bin ich nicht. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, wo ich hin muss. Meine Herren. Also das ist wirklich hart gerade. Alter. So. Da sind noch mehr Lichtalben. Ich lasse mich zu leicht verunsichern, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist keine gute Idee. Oh, Freunde. Seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Hier. Zurück. Links von dir. Aua. Ein großer Lichtball kommt auf uns zu. Aua. Hinter dir! Vorsicht! Okay, ich werde sterben. Ich habe schon so ein Gefühl. Rechts von dir!
Aua, 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 okay, okay, okay. Jede Folge ein Tod. Jede Folge ein Tod. Nee, stimmt gar nicht. Letzte Folge hatten wir keinen Tod. Hoffe ich, glaube ich. Das war die Ausnahme. Ausnahmen bestätigen die Regel. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Hier. Zurück. Gaufer! Aua. Hä? Lass mich dahin jetzt. Noch ein Lichtleib! Au. Okay. Ich bin lost. Ich bin komplett lost gerade. Der Lichtball kommt auf dich zu. Reicht's mir. Boah, Freunde. Ich habe es versucht. Jetzt verstehe ich, warum sie kämpfen. Dunkelalben wollen die Seelen im Licht bewahren, doch die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja. Aber welche Seite hat recht? Aber was haben wir damit zu tun? Und es steht uns nicht zu. Dann ist eine Truhe. Das können nur die Alben. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Kratos der Allwissende. Man merkt, dass ich, wenn man ein, zwei Tage nicht gespielt hat, ist man komplett raus. Also was heißt komplett raus, aber... Befestigung. Es läuft nicht mehr so rund mit den Kämpfen. Die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Ach so. Meine Axt wird benötigt. Meine Axt wird benötigt. Ich müsste nur den Stein finden. Und ich hoffe, euch macht das trotzdem Spaß, hier so ein bisschen mitzuraten. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool. Ah ja. Na. Muss ja nicht immer auf Bosskampf sein, ne? Wie soll ich das denn jetzt anstellen? Oh. Und es ist eigentlich auch zu spät für solche Geschichten. Wie wär's denn mit Festhalten? Wie wär's denn mit Schnauze halten? Was? Orte können? Was hat er gesagt? Ah. Ja, das muss man ja erstmal wissen, dass sowas funktioniert, ne? Nein. Raste ich gleich richtig aus. Jetzt sag nicht, das geht nicht. Nein. Okay. Freunde, ich bin lost. Reicht das schon oder müssen wir... Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal, ob das so reicht. Ob wir dann passenden Winkel hinbekommen. Und normalerweise. Wie ich auch nach oben gucke. Einfach lost, der Kerl. Ich glaube, ich muss noch einmal drehen. Kann das sein? Moment. Wir suchen es von hier unten.
hatte eigentlich gehofft, ich krieg hier so einen blauen Dings hin. Aber irgendwie nicht so richtig, ne? Also noch eins runter. Noch eins drehen. Na. Ah, lol. Ja, sieht gut aus. Puh. Jetzt okay. Weiter nach oben, ja? Ja, ich hätte auch drauf kommen können, weil es ist nicht, umsonst eine mittlere links noch dabei. Mist. Hinter uns! Über dir! Pass auf! Was ist über mir? Loot. Mimir, verstehst du diese Gedächte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Okay, hier fackelt's. Ein bisschen Feuer. Ich dachte, es wäre eine Shisha. Aber nicht so wirklich, ne? Ich hoffe, wir kommen noch zu der Truhe, die wir eben gesehen haben. Wow. Das überlasse ich dann wohl euch. Okay, ich bin lost. Noch ein Lichtsalb! Hinter dir, Vorsicht! Au. Achtung, rechte Seite! Alter! Ich werde sterben. Definitiv. Wir sind gar nicht so ohne, Mann. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit der Axt mehr Schaden mache. Hab nicht so den Eindruck. Boah, vor allem wir das. Sehen uns drüben. Sind die echt so hart, ey? Das war ja krank. Wow, er springt. Kann der springen? Ich will auch so springen können. Das würde einiges erleichtern. Okay, da gehen wir gleich lang. Hier geht's runter zu der Truhe, die wir gesehen haben. Kann ich mir vorstellen. Oder ich bin halt echt vom Equip her gar nicht auf dem Level. Da muss ich mich unbedingt in einer ruhigen Minute mal beschäftigen. Das mache ich aber nicht onscreen. Das mache ich dann alleine. Und erzähle euch dann, was ich gemacht habe. Falls ich was gemacht habe. Kann auch sein, dass jetzt so alles passt. Aber wenn ihr einen Tipp habt, auch gerne her damit. Wie ich meine Ausrüstung eventuell noch verbessern kann. Kann ich doch bestimmt auch. Nee, kann ich nicht. Kann ich? Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Sehr schön. Wollte gerade sagen, hier muss es doch. Dieser Mystiker sieht uns nicht. Da liegt ein Dämmerstein. Moment. Wir haben erst noch Sachen zu erledigen, Freunde. Hätte ich den Dämmerstein einsetzen können? Falscher Weg. Oh, verstehe. Noch eine Truhe. So langsam weiß er Bescheid. Ich habe noch nie erlebt, dass die Lichtalben den Tempel so stark kontrollieren. Das liegt wohl an uns. Sie müssen einen neuen Tempelwächter geweiht haben. Svart Auljöfürs Gegenstück. Der Dunkel. Er ist jetzt wohl auch im Licht. Da wollte ich eigentlich gar nicht lang. Da will ich hin. Okay. Ich gehe einfach mal den Weg, der mir hier vorgegeben wird. Ha!
Ach du Scheiße. Wo muss ich denn da hintreffen? Okay. Mach mir gleich Gedanken. Ah, lol. Ach, du ahnst es nicht. Freunde, 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 Freunde. Jesus. Ich will doch nur die Truhe haben, ey. Muss ich das doch von da machen? Ich lasse das jetzt mal mit drin. Ist vielleicht für euch auch ganz spannend. Wie gesagt, ihr sollt ja auch sehen, wie ich es mache. War der Winkel schon richtig? Der Zeitpunkt muss genau stimmen. Ja. Nein. Oh. Nein, ich hab die Axt nicht ausgerüstet. Es tut mir so leid, Freunde. Hätten wir doch. Das Lichttor vor der Truhe ist verschwunden. Jetzt müssen wir nur einen Weg dorthin finden. Oh, den Weg haben wir schon gefunden, Mimir. Warst du eben kurz eingeschlafen? Und das alles für die Truhe, ne? Boah. Jesus. Und ein einfaches Schmuckstück, das Wiedergeburt symbolisiert. Das ist ein Accessoire, okay. Für Atreus. Sehr schön. Der erste Runenpfeil aus dem vollen Köcher fügt mehr Schaden zu. Verbesserung erhöhen. Okay. Sehr schön. Ich habe so den Eindruck, wir spielen bald wieder Atreus. Wenn wir jetzt schon die zweite Verbesserung innerhalb kürzester Zeit für ihn ergattert haben. Nein. Naja, haben wir da nochmal dran gezogen. Haben wir ja lange nicht gesehen. Oh, jetzt machen wir weiter im Takt. Kurz die Orientierung verloren. Da lang. So, jetzt haben wir's. Sehr, sehr gut. Was hat er hier gemacht? Hat er gebetet? Vater, hier drüben. Ja, doch, Atreus. Ich will mich doch erst umsehen. Und noch 13 Hacksilber mitnehmen. Das ist wichtig und richtig. Und los geht's. Tu, was nötig ist. Vater, Vorsicht, die Kugel! Meine Herr. Hinter dir, pass auf! Den nehme ich mit. Sehr gut, Atreus. Vorsicht, lenken!
Habe ich noch gar nicht getestet, ob man mit der Faust sogar vielleicht wirklich noch mehr Schaden macht. Komm schon, Kratos, hoch mit dir! Ich drehe durch, Freunde. Ich drehe komplett durch. Oh, jetzt müssen wir auch jedes Mal hier hochklettern, oder was? Gut, was heißt jedes Mal? Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Aber das muss ich gleich mal testen, ob ich mit bloßen Fäusten vielleicht doch noch mehr Schaden mache. Was nötig ist. Lichtkugel, Achtung! Wo denn? Sehr schön. Hinter dir! Töte ihn. Okay, wir sind schon mal ein bisschen weiter als eben. Wird ihn nicht ganz töten, ja. Junge, den hast du schon wieder in der Mitte zerrissen. Crazy. Sieh dir diese Statue an, diese Kristalle. Die Alben besitzen sie ebenfalls. Was? Ja, Freunde. Ich würde sagen, die Folge geht schon lang genug. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt mit den Rätseln. Falls diese Statue in die Kluft fallen sollte. Danke, Tür, für den Hinweis. Wir werden dem Hinweis auf jeden Fall in der nächsten Folge nachgehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen nach oben nicht vergessen. Gerne ein kostenloses Abo dalassen, falls du neu auf dem Kanal bist. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Da. Vielen Dank, bis dann, macht's gut. Ciao. Brüchig. Ja. Vater kann das leicht umstoßen. Alles klar, mache ich gleich. Macht's gut.